pronúncia das frases em alemão Hunsrückisch. Tive vários pedidos de apresentar pronúncia de frases do dia a dia em Hunsrückisch. Sendo assim, vou apresentar algumas frases formais das que são usadas normalmente na conversação para que seja absorvida e tirada dúvida da pronúncia. Muitas frases que apresentarei são usuais, daquelas que se usa sempre para expor a nossa opinião. As frases são estas. Sprachen in Phrase im Hunsriger Deutsch. Ich hatte einen Haufen Fragen gekriegt für die Sprachen Vorzeichen von Phrase vom Tor zu Tor in Hunsrückisch. Und so wollen wir Zeichen Sprachen, wo meist benutzt werden, für erklären, wie das Gespräch wird, die Konversation, für alle Zweifel abbranden. Viele Phrasen, die ich vorbringe, sind natürlich von denen, die man benutzt, für unsere Opinion vorbringen. Die Phrasen sind diese. Vem e diz quem você é. Komm und só wer du bist. Quando amanhece, ele levanta cedo e vai para o trabalho. Wenn es hell gibt, steigt auf und geht zu der Arbeit. Minha avó era sempre muito mandona. Ela sempre dominava todos. Mein Vovô wird immer mächtigschägig. Sie hat immer alle dominiert. Eles enriqueceram graças à sua esperteza e através do seu tino comercial. Sie sind reich gibt durch seine Schlauigkeit und durch sein Geschäftsgefühl. A comida está na mesa. Es ist es auf dem Tisch. Quem vai lavar a louça? Wer geht es geschirr, veja? Posso servir a sobremesa? Kann ich das Sieß auftragen? Ele está deitado na cadeira de preguiça tirando uma soneca. Der Leiter vom Faulenzerstuhl entschläft am Abhalle. Não gosto de cortar alho porque ele deixa o cheiro nas mãos. Ich tue nicht gern Knoblauch schneiden, weil der lässt Geruch an den Händen. Para não dar o cheiro de alho nas mãos, é só colocá-las embaixo da água corrente sem esfregar. O mesmo serve para quando se corta a cebola. Für keine Knoblauch Geruch gibt an den Händen, ist nur, dass sie unas Loven des Wasserhalle ohne Reibe. Dasselbe dient, wenn man Zwiebeln verschneidet. Todos gostam daquela família. Alhonza de família, Ken. Acenda a luz, por favor. Apaga a luz, por gentileza. Mach as Licht on, bitte. Mach as Licht aus, zum Gutes. Naquela casa tem uma estante cheia de livros e seu morador já leu todos. Dort in dem Haus ist ein Pradeleira voll Bücher und seine Wohner hat sie schon all gelesen. Todos se sentem bem quando estão de barriga cheia. All fühlen sich gut, wenn sie den Bauch voll haben. Vem e me dá beijo, filha. Eu quero te encher de beijos antes da tua partida. Komm und gib mir einen Kuss, Tochter. Ich will dich voll küssen, filha, vor du rest. Quando a mesa está posta, todos antes de comer, rezam. Wenn der Tisch gedeckt ist, tun sie all ebse essen, beda. Nosso quintal está repleto de verduras. Unsere Garten ist voll grüns. Nosso jardim está cheio de flores e a grama ao redor está aparada. Unser Hof ist voll Blumen, die Kramer rundherum sind abgekratzt gep. Às vezes tenho vontade de viajar. Manchmal habe ich Lust auf Reise. Ninguém foi comigo no açougue para escolher o tipo de carne para fazer o molho. Niemand ist mit mir gegangen an die Schlachterei, für den Tipp Fleisch raussuchen für die Soße machen.